Im Frühling zieht es Johanna auf die Alp, weg von ihrem Alltag als Krankenschwester. Zeit einfach nur für einen ganz allein. Das ist ein totaler Luxus. Wer kann sich sowas leisten? Zum ersten Mal raus für einen Sommer. Lydia braucht eine Auszeit. Ich hoffe, dass ich mehr zu mir selber finde und dass mein weiterer Lebensweg klarer wird. Ein Leben ohne Alpsommer kann sich Florian nicht vorstellen. Er ist damit aufgewachsen. Wenn man es kennengelernt hat und man dürfte es nicht mehr tun, ich glaube, dann ist es wie wenn man eine Pflanze die Sonne nimmt. Albauftakt im Allgäuer Ostrachtal. Alles wird auf den Berg geflogen, was Florian die nächsten 4 Monate zum Leben braucht. Wir werden ihn, Johanna und Lydia bis zum Herbst begleiten. Eine Hirtenhütte ohne Strom und Straße. Hier wird Florian mit Frau und Kindern den Sommer verbringen. Dabei war er früher viel unterwegs, als Opernsänger. Es war halt viel Reisen. Immer aus dem Koffer leben, Bezahlung auch so lala. Und dann gab es ja meine Frau auch noch und Familie wollte man auch. Florian hat Gesang studiert und viele Jahre in München gelebt. Doch die Alp zu Hause hat ihn auch in dieser Zeit nie losgelassen. Und irgendwann war klar, Heimat und Kinder statt der großen, weiten Welt. Das Singen ist heute nur noch Hobby. Ich weiß ja auch nicht, ob ich eine Karriere gemacht hätte. Und das, was ich erlernt habe, ist ja nicht verloren. Ich nutze es halt anders. Und es ist ja auch schön, wenn man vor 100 Kühen singen kann. In ein paar Tagen ist es soweit. Dann kommen 100 Rinder auf Sommerfrische ins Ostrachtal. Alp Mora in der Schweiz. Johanna beginnt ihre Alpzeit mit Zäune ziehen. Viele Kilometer liegen noch vor ihr, bevor die Kühe da sind. Schwer körperlich arbeiten, noch kein fließend Wasser, viel alleine sein. Vor 18 Jahren war Johanna das erste Mal als Hirtin in der Schweiz. Eine Erfahrung, die ihr Leben verändert hat. Ich bin mein ganzes Leben lang auf der Suche. Von Geburt an und immer noch. Das gehört so dazu. Wenn ich auf der Alp bin, fühle ich mich in meiner Mitte, fühle mich geerdet. Und für mich ist so, auf der Alp kann ich so tun, als wäre die Welt in Ordnung. Und das ist schon ganz viel. Ein Ausstieg auf Zeit. Johanna war in den letzten Jahren auf unterschiedlichsten Alpen und hat viel erlebt. Und sie weiß, welche Erwartungen Menschen haben, die zum ersten Mal auf die Alp gehen. Tag der Abreise. Lydia, eigentlich Bürokauffrau, erfüllt sich mit ihrem ersten Alpsommer einen Herzenswunsch. Ich freue mich, dass ich mal eine Zeit lang keine Zahlen sehe, also nicht mit Zahlen zu tun habe, außer vielleicht mit Ohrmagenzahlen. Einfach weg von dem Kopfstress. Und vielleicht ist es eine körperliche Anstrengung, aber die macht mir nichts aus. Also ich arbeite gern körperlich und vor allem bin ich total gern draußen. Aber ich will jetzt auch nicht so viele Erwartungen reinlegen. Ich hoffe auf gute. Ich weiß, dass ich mit der Johanna gute Gespräche haben werde. Ja, wird gut werden. Als Anfängerin eine Alpstelle zu finden, war für Lydia nicht leicht. Tausende zieht es jedes Jahr in die Berge, um dort als Hirte oder Senn zu arbeiten. Und dann noch 3 Monate frei bekommen. Lydia weiß, dass diese Chance so schnell nicht wiederkommt. Hallo. Ja, grüß dich. Oh, und das ist kein spektakulärer Empfang war heute, oder? Recht, ja. Johanna und Lydia haben sich vor ihrer gemeinsamen Alpzeit nur einmal gesehen.
Der Sommer wird für die beiden Frauen auch ein menschliches Experiment. Wie sehr sich das Leben hier vom Alltag unterscheidet, wird Lydia schon am ersten Tag klar. Mit einem Rucksack voller Zaunpfähle läuft Johanna scheinbar mühelos den Berg hinauf. Lydia hat nur leichtes Gepäck und ist bald völlig außer Atem. Doch am Ende angekommen. Wie können wir das so machen, ja? So schön ist das. Wird Lydia finden, was sie sucht? Ein großer Tag. Im Ostrachtal treffen die Rinder ein. Die Tiere waren den Winter über im Stall und einige sind 100 Kilometer weit gereist, um bei Florian den Sommer zu verbringen. Alle packen mit an und Florian begrüßt jeden Schützling persönlich. Ja, grüß dich! So, so! Hier, da kommen wir noch. Gut, ihr kennt nichts. Viele Rinder sind von der plötzlichen Freiheit erst einmal völlig überfordert. Über den Fluss geht es hinauf zur Alp. Von jetzt an wird Florian die Herde rund 100 Tage lang nicht mehr aus den Augen lassen. Als Hirte will er vor allem eins, den Tieren eine schöne Zeit bescheren. Er sieht jedem Rind an, wie es gehalten wurde. Also die haben richtig Stress gehabt. Und ein Vieh kann nichts dafür. Es liegt alle am Mensch. Das ist so. Zu Florians Alp gehört neben seiner Hirtenhütte auch das Haupthaus, die 400 Jahre alte Plättele. Seit Generationen ein echter Familienbetrieb mit 4 Milchkühen, kleiner Sennerei und Bewirtung. Schwester Bernadette, eigentlich Arzthelferin, greift hier den Eltern unter die Arme. Vielen Dank. Vater Norbert macht Butter und Käse. Ohne Strom und mit einfachsten Mitteln stellt er Lebensmittel wie vor 100 Jahren her. Früher war er der Meisterhirte, heute ist er stolz auf seine Kinder, die das Lebenswerk fortführen. Wir brauchen ja die Leute, die weitermachen. Aber es gibt jetzt wieder mehr, als wir auf der Alp sind. Doch, das ist schon gut. Mitte Juli in der Schweiz. Die Herde ist da und Lydia hat eine neue Aufgabe. Kühe zählen. Schon nach 2 Wochen Alp spürt sie eine Veränderung. Ich fühle mich viel wohler, also nicht so träge, so fitter, so lebendiger auch. Sich lebendig fühlen hat für sie eine besondere Bedeutung. 2009 hatte ich Krebs und letzten Herbst bestand Verdacht auf Rezidiv. Und in dieser Zeit der Ungewissheit habe ich beschlossen, wenn es gut geht, gehe ich auf die Alp. Und mach mal diesen, verwirkliche mir diesen Traum. Und es ist gut gegangen. Hat sich als negativ herausgestellt. Ja. Und dann bin ich schon ein Mensch, wenn ich mir selber was verspreche, dass ich das dann auch einhalte. Bei Lydia zu Hause ist vieles im Umbruch. Die 3 Kinder gehen langsam eigene Wege. Auch Johanna ist dreifache Mutter und wie Lydia geschieden. Die beiden Frauen verstehen sich erst einmal gut. Lydia, du könntest runtergehen und den Strom ausmachen, bitte. Und dann einfach schon mal unten weiter und wir treffen uns dann unten. Ich geh oben rum. Okay. Okay? Mhm. Aber noch nicht mit hochtreiben, ne? Einfach jetzt du mal kontrollieren, du gehst unten rum und ich geh oben rum. Okay. Und dann treffen wir uns unten. Weidewechsel. Die Tiere müssen umgetrieben werden. Es gilt, keinen Kalb zu übersehen und sich vor aggressiven Mutterkühen zu hüten. Du musst ein bisschen unterhalb gehen, dass sie nicht wieder nach unten laufen. Die müssen jetzt parallel zum Zaun zu der Stelle gehen können, wo wir rübergetrieben haben.
Das muss energisch machen, die kommt sonst nicht. Hey! Hey! Genau! Junge Mütter können sehr störrisch sein. Ja! Brav! Jawohl! Hey, da! Rund 100 Kühe, Kälber, ein Stier. Die Herde ist ein Naturereignis und für Lydia eine Herausforderung. Sie muss noch viel lernen. Die Johanna ist eine gute Lehrmeisterin. Die sagt mir schon, was ich zu tun habe. Wir könnten auch sagen, schaust du von mir ab und dann in 10 Sommern bist du vielleicht noch mal so weit. Ich schaue mal schon auf, aber Johanna. So geht es halt schneller. Ich beobachte dich schon viel und ja, und wenn es nötig ist, dann sagst du das. Oder das passt. Gut. Ganz gut. Beim abendlichen Kontrollgang entdeckt Johanna jetzt fast täglich neue Kälber. Die Kühe hier brauchen keine Hilfe bei der Geburt. Doch nicht immer geht es gut. Und manchmal kommt auch eine erfahrene Hirtin zu spät. Ein neugeborenes Kalb ist gestorben und wird Fuchs und Adler überlassen. Auch das ist die Alp. Keine Heidi-Idylle. Auf der Alp liegt es sowieso ganz nah beieinander. Himmel und Hölle, Tod und Geburt, das ist hier alles ganz nah beieinander. Das macht auch den Reiz von der Alp aus. Das wird ja im Alltag ganz oft ausgeblendet. Johanna muss bald wieder für kurze Zeit nach Hause. Sie wird im Krankenhaus gebraucht. Sommerferien im Allgäu. Florians 4 Kinder und ein Kleinhirte ziehen für 6 Wochen auf die Alp. Ehefrau Heidi, eine Schweizer Lehrerin, ist vor allem aus Liebe hier. Florian hat mich gefragt, ob ich das mitmachen würde. Und das war klar, dass ich ja sage, obwohl ich nicht genau gewusst habe, was auf mich zukommt. Aber es ist ein schönes Leben. Johannes und Maria, die beiden Älteren, arbeiten den ganzen Tag als Hirten mit. Ein eigenes Zimmer, Freunde, Fernseher, bleibt alles im Tal. Und auch am Meer waren die Kinder noch nie. Was sind das für Ferien? Ab und zu kommt man halt manchmal ins Schwitzen und stöhnt ein bisschen, aber meistens macht es eigentlich schon Spaß. Eigentlich, ich vermisse nichts jetzt gerade. Ich vermisse ein bisschen meine Kuscheltiere, ja, aber sonst eigentlich auch nichts richtig fest. Wie denkt Florian darüber? Also zwingen möchte ich meine Kinder eigentlich nicht. Wenn sie es nicht gern tun, dann tun sie es auch nicht gut. Aber gut, das kann sich alles ändern. Ich meine, wenn sich der Freundeskreis ändert und die Interessen ändern sich in diesem Alter ja laufend auch. Bis jetzt können sich die Kinder im Sommer nichts Besseres vorstellen. Aufgabe für heute: Die Ziegen brauchen ein neues Quartier und müssen an die Leine. Für Heidi steht fest, die Albzeit tut der ganzen Familie gut. Wenn eine schwierige Aufgabe ansteht, müssen sie es gemeinsam meistern, sonst geht es nicht. Und das gibt dann eine Bindung, die, glaube ich, nicht so zustande käme im Dorf, weil man da ja nicht so aufeinander angewiesen ist wie hier. Und jeder hat seinen Teil, den er beiträgt, und alles gehört zu einem großen Ganzen. Jonas gehört auch dazu. Er ist ein Sohn von Freunden und schon den 3. Sommer dabei. Mit 10 Jahren hat auch Florian damals als Kleinhirte angefangen. Eine Tradition, die sich im Tal bis heute gehalten hat. Von klein auf lernen die Kinder hier, selbstständig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Für sich und die ihnen anvertrauten Tiere. Und eben auch durchzuhalten, wenn es mal richtig anstrengend wird. Jetzt bin ich eigentlich wieder fit, aber von den Ziegen war es halt ziemlich heiß auch. Da war ich ziemlich fertig. Doch der Tag ist noch nicht zu Ende. Abends wachen die Kinder stundenlang beim Vieh. Wird einem dabei nicht langweilig? Ich denke ein bisschen über mein Leben selber nach. Was sich zugetragen hat, was richtig ist oder was ich richtig finde. Also
in der Familie oder auch sonst in der Welt, weil beim Einschlafen mache ich das eigentlich am Land, aber beim Einschlafen ist man immer hier im Berg so todmüde, da schläft man gleich ein, da kann man nicht mehr viel denken. Erst wenn die Kühe müde werden, geht auch Maria ins Bett. Runter von der Alp. Johanna muss für 10 Tage zurück in die Klinik, Nachtdienste schieben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Job, der belastet und viel Verantwortung bedeutet. Doch es ist nicht die Arbeit, die ihr die Umstellung so schwer macht. Mir fällt das Leben hier überhaupt schwerer als das Leben auf der Alp. Weil es hier viel komplexer ist und auf der Alp so einfach alles. In der Zwischenzeit ist in der Schweiz einiges passiert. Johannas Schwester und ihre Tochter sind jetzt auf der Alp. Für Lydia scheint das ein Problem zu sein. Ich glaube, der kam so ganz am letzten Tag, als meine Schwester kam, zu Bewusstsein, dass sie jetzt dann sozusagen arbeitslos ist. Und sie hat gesagt, sie braucht das Gefühl, dass sie gebraucht wird und das wäre ihr nicht genug. Also, dass sie dann nur urlaubsmäßig bei mir auf der Alp ist. Lydia hat jetzt nichts mehr zu tun. Und sie hat sich das Zusammenleben anders vorgestellt. Es ist, wenn man so zu zweit auf einer Alp ist, da fallen ziemlich schnell die Masken, wenn Sie mal so sagen können. Ja, es fallen ziemlich schnell die Masken und es kommt jeder so an seine Grenzen. Und es geht halt schneller, es wird schneller was offensichtlich. Und dann habe ich gemerkt, dass das einfach nicht passt. Nicht erwünscht zu sein, an dem Ort fehl am Platz zu sein. Das habe ich gespürt und das ist, deswegen wollte ich nicht dort bleiben. Wie wird sich Lydia entscheiden? Bricht sie den Alpsommer ab? August im Allgäu. Ein großer Tag. Umtreiben auf die steilste Weide des Alpgebiets. Um 6 Uhr müssen alle raus, auch in den Ferien. Ja, manchmal ärgert es mich ein bisschen, weil halt alle dürfen ausschlafen. Aber wenn man mal aus dem Bett ist, dann geht es eigentlich ganz gut. Rinder, die im Steilhang stolpern, stürzen oft ab und sind dann nicht mehr zu retten. Auf anderen Alpen gab es diesen Sommer schon Unfälle. Und Florian hat vor diesem Berg jedes Jahr besonderen Respekt. Ohne die Hilfe der Kinder könnte er die Herde hier nicht weiden lassen. Es ist Arbeit und es ist vor allem Verantwortung. Gerade jetzt hier an so einem Ort darf sich keiner einen Fehler erlauben. Also, da geht's dann auch zur Sache. Bis zum Abtrieb dürfen die Hirten keine Kuh aus den Augen verlieren. Das bedeutet stundenlang in der Bergwiese sitzen und in die Landschaft schauen. Und plötzlich kann man besser verstehen, warum Florian nicht mehr in München leben wollte. In der Hauptsache war es das Heimweh nach den Bergen. Also das ist jetzt wirklich meine Heimat. Das kann man nicht beschreiben. Wenn es Frühling wird, dann beginnt das Bergfieber. Und wenn man dann irgendwie in die Stadt sollte oder so, das habe ich nie ausgehalten. Das habt ihr noch nie Heimweh gehabt, jetzt im Ernst einmal? Kennt ihr das nicht? Heimweh habe ich schon gehabt, wenn ich in Kempten im Zug saß. Angekommen in der Lebensmitte. Florian wird 40. Seinen Geburtstag feiert er natürlich auf der Alp mit Familie, Freunden und Musik. Allgäu pur. Heimat heißt für Florian auch, den Gesang und Dialekt seines Tals zu pflegen. Dass er in diesem Film Hochdeutsch spricht, war ein lange ausgehandelter Kompromiss. Das ist das Schild, so wie die Gang, mein Heimatdorf, mein Hinterland. 4 Uhr morgens, Sennalpe Zanutsch in der Schweiz. Lydia hat über das Alpophon, eine Art Hotline für Elbler, eine neue Stelle gefunden.
60 Milchkühe müssen von der Weide in den Stall und dort an den richtigen Melkstand. Die Tiere sind genauso müde wie die Menschen. Es gibt schon Phasen, wo man denkt, was mache ich denn da eigentlich? Aber ja, dann gemeinsam am Früh erst beim ersten Frühstück sitzen und in die Kühe eingestellt sind, dann passt es wieder. Das drumherum passt einfach und das trägt. Ja. Nach dem Frühstück wird gemolken und Käse gemacht. 12 Stunden Arbeit, 7 Tage die Woche. Lydias Vorgängerin hat den Job geschmissen. Das ist immer so ein Einsteigjob. Also ich sage, der muss halt melken können, motiviert sein, Kraft und Kondition haben, belastbar. Lydia hatte sich ihren ersten Alpsommer eigentlich ganz anders vorgestellt. Sie wollte viel draußen sein, lesen, malen, über das Leben nachdenken. Jetzt verbringt sie ihre Tage zwischen Stall und Sennküche und schuftet bis zum Umfallen. Doch das Käsen macht ihr zunehmend Spaß und sie versteht sich gut mit dem Team. Erfüllt sich hier ihr Traum? Also hier werde ich jetzt keine Romane lesen, habe ich nicht die Zeit. oder zu malen oder... Aber ich glaube, rauszufinden, was mir wichtig ist im Leben, wenn ich mit anderen zusammen bin, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und das ist schon ganz viel. Herbstboten im Allgäu. Im dichten Nebel treiben Florian und seine Kinder die Herde um. Also da bin ich so manchmal ein bisschen das Mutterherz, das dann denkt, oh, jetzt müssen die immer noch draußen sein, wenn es doch schon so kalt ist und so. Aber man merkt dann, wo die Grenze erreicht ist. Und das merkt auch Florian ganz gut, finde ich. Auch wenn es nass und kalt ist, die Natur ist immer für eine Überraschung gut. Maria hat heute ihren Glückstag. Also durch den Murmeltierkopf. Irgendwie, das ist das erste Mal, dass ich selber was, also, dass ich es richtig selber finde. Und da gruselt es mich nicht so. Und dem ziehe ich jetzt die Zähne und dann lege ich es in ein kleines Becken, dass sie ausstinken und dann tue ich es auf den Hut. Hey, ich habe erst was zur Schicht. Zusammensein auf engstem Raum. Wenn die Tage kürzer werden, ist man froh um eine warme Hütte. In Florians Leben gibt es eine große Überraschung. Er wird nach der Alpzeit zum ersten Mal seit Jahren wieder als Solist auf der Bühne stehen. Es freut mich, weil es ein interessantes Thema ist. Es sind gute Leute dabei, wo mitspielen. Und ich denke, es berührt die Zuschauer. Und das ist eigentlich der Sinn des ganzen Stückes. In der Schweiz lebt Johanna jetzt in der obersten Hirtenhütte, zusammen mit Tochter Julia. Auch hier wird es langsam Herbst. Jetzt geh halt her und hol der Kalbi, komm. Die Herde soll hoch auf 2.500 Meter. Doch ein Kälbchen will nicht trinken und bleibt zurück. Ohne Mutter wird es nicht überleben. Ich glaube, das läuft gar nicht mehr. Das ist einfach noch zu schwach. Julia hat Besuch von ihren Freunden und alle helfen zusammen, damit das Kalb bei der Herde bleiben kann. Mit Erfahrung, Liebe und einer starken Schulter wird alles gut. So einfach kann Leben sein. Erfüllt sich auf der Alp der Wunsch nach einer heilen Welt, in der Tiere und Menschen so leben dürfen, wie sie wollen? Johanna hat hier oben ihren Weg gefunden. Du spürst auf der Alp, wie wenig du eigentlich brauchst und mit wie wenig du wirklich zufrieden bist. Dass dieses Streben nach mehr nur belastend ist und eigentlich alles Ballast ist, worauf du leichten Herzens verzichten kannst. Und dass, ich glaube, auf der ganzen Welt das Allermeiste, was es gibt, einfach nur Schrott ist und einfach nur Blödsinn und überflüssig.
Aber das kann man eben auch ganz kurz sagen, indem man sagt, weniger ist mehr. Johanna tut im Alltag viel für andere. Die Kraft dazu holt sie sich jeden Sommer auf der Alp. Und Lydia hat bis zum Ende durchgehalten und ist Mitte September auf dem Weg nach Hause. Es ist ein schönes Gefühl zu sehen, es steckt noch so viel in mir, was ich noch ausprobieren möchte und auch kann. Also ich kann noch so viel Neues lernen. Es ist möglich, noch so viel zu erleben. Und dadurch, dass ich körperlich wieder in der Verfassung bin, auf einer Milchkuhalp 7 Tage die Woche 12 Stunden zu arbeiten, dass das möglich ist in meinem Alter, mit meiner Geschichte, das erfüllt mich einfach, macht mich schon glücklich. Sweet Bei Florians Familie ist das Ende des Alpsommers ein großer Tag mit alten Traditionen. Die Glocken sollen auf dem Weg ins Tal böse Geister vertreiben. Es ist ein langer Weg. 20 Kilometer laufen Rinder und Menschen bis zum Scheidplatz. Was bedeutet den Hirten der Viehscheid? Ein schöner Tag. Eigentlich ein Highlight. Doch der Abschied von den Tieren fällt keinem leicht. Ich war ja immer bei denen, fast jeden Tag. Und jetzt plötzlich auf einen Schlag gar nicht mehr. Das ist ja wie bei Menschen auch. Manche Begegnungen, die sagen einen nicht so viel. Und manche Begegnungen, die enden schmerzen dann auch. Und hier ist es auch so. Also ein paar Tiere kriege ich wieder nächsten Sommer. Aber viele werde ich nicht mehr sehen. Angekommen am Scheidplatz. Wenn die Bauern ihre Tiere wieder in Empfang nehmen, geht für Florian ein langer Sommer zu Ende. Der Winter wird etwas Neues bringen. 2 Wochen später beginnen die Proben für seinen großen Auftritt. Ach, was für Menschen und welche Schmerzen. Roheit uns beschimpft und schlägt. Also das merke ich auch jetzt, das packt mich dann schon und dachte immer, bin ich froh, wenn ich nichts mehr auswendig lernen muss und so weiter. Aber kann die Bühne die Alp ersetzen? Ich mache das gern und ich singe gern und ja, aber die Freiheit in der Natur mit den Tieren ist mir noch wichtiger. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Wenn das Alpfieber einmal gepackt hat, den lässt es nicht mehr los. Ich hab Spaß. Eigentlich, ich vermisse nichts jetzt, grad. Ich vermisse ein bisschen meine Kuscheltiere, ja, aber sonst eigentlich auch nichts richtig fest. Wie denkt Florian darüber? Also zwingen möchte ich meine Kinder eigentlich nicht. Wenn sie es nicht gern tun, dann tun sie es auch nicht gut. Aber gut, das kann sich alles ändern. Ich meine, wenn sich der Freundeskreis ändert und die Interessen ändern sich in diesem Alter ja laufend auch. Bis jetzt können sich die Kinder im Sommer nichts Besseres vorstellen. Aufgabe für heute: Die Ziegen brauchen ein neues Quartier und müssen an die Leine. Für Heidi steht fest, die Alpzeit tut der ganzen Familie gut. Wenn eine schwierige Aufgabe ansteht, müssen sie es gemeinsam meistern, sonst geht es nicht. Und das gibt dann eine Bindung, die, glaube ich, nicht so zustande käme im Dorf, weil man da ja nicht so aufeinander angewiesen ist wie hier. Und jeder hat seinen Teil, den er beiträgt, und alles gehört
zu einem großen Ganzen. Jonas gehört auch dazu. Er ist ein Sohn von Freunden und schon den dritten Sommer dabei. Mit 10 Jahren hat auch Florian damals als Kleinhirte angefangen. Eine Tradition, die sich im Tal bis heute gehalten hat. Von klein auf lernen die Kinder hier selbstständig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Für sich und die ihnen anvertrauten Tiere. Und eben auch durchzuhalten, wenn es mal richtig anstrengend wird. Jetzt bin ich eigentlich wieder fit, aber von den Ziegen war es halt ziemlich heiß auch. Da war ich ziemlich fertig. Doch der Tag ist noch nicht zu Ende. Abends wachen die Kinder stundenlang beim Vieh. Wird einem dabei nicht langweilig? Ich denke ein bisschen über mein Leben selber nach. Was sich zugetragen hat, was richtig ist oder was ich richtig finde, also in der Familie oder auch sonst in der Welt. Weil beim Einschlafen mache ich das eigentlich am Land. Aber beim Einschlafen ist man immer hier im Berg so todmüde, da schläft man gleich ein, da kann man nicht mehr viel denken. Erst wenn die Kühe müde werden, geht auch Maria ins Bett. Runter von der Alp. Johanna muss für 10 Tage zurück in die Klinik. Nachtdienste schieben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Job, der belastet und viel Verantwortung bedeutet. Die 400 Jahre alte Plättele. Seit Generationen ein echter Familienbetrieb. Mit 4 Milchkühen, kleiner Sennerei und Bewirtung. Schwester Bernadette, eigentlich Arzthelferin, greift hier den Eltern unter die Arme. Vielen Dank. Vater Norbert macht Butter und Käse. Ohne Strom und mit einfachsten Mitteln stellt er Lebensmittel wie vor 100 Jahren her. Früher war er der Meisterhirte. Heute ist er stolz auf seine Kinder, die das Lebenswerk fortführen. Ja, prüfe ja, der Leute, die weitermachen. Es gibt jetzt wieder mehr, als wir auf der Alp sind. Doch, das ist schon gut. Mitte Juli in der Schweiz. Die Herde ist da und Lydia hat eine neue Aufgabe. Kühe zählen. Schon nach 2 Wochen Alp spürt sie eine Veränderung. Ich fühle mich viel wohler, also nicht so träge. So fitter, so lebendiger auch. Sich lebendig fühlen hat für sie eine besondere Bedeutung. 2009 hatte ich Krebs und letzten Herbst bestand Verdacht auf Rezidiv. Und in dieser Zeit der Ungewissheit habe ich beschlossen, wenn es gut geht, gehe ich auf die Alp. Und mach mal diesen, verwirkliche mir diesen Traum. Und es ist gut gegangen. Hat sich als negativ herausgestellt. Ja. Und dann bin ich schon ein Mensch, wenn ich mir selber was verspreche, dass ich das dann auch einhalte. Bei Lydia zu Hause ist vieles im Umbruch. Die 3 Kinder gehen langsam eigene Wege. Auch Johanna ist dreifache Mutter und wie Lydia geschieden. Die beiden Frauen verstehen sich erst einmal gut. Lydia? Du kannst runtergehen und den Strom ausmachen, bitte. Und dann einfach schon mal unten weiter und wir treffen uns dann unten. Ich gehe oben rum. Okay. Okay? Mhm. Aber noch nicht mit hochtreiben, ne? Einfach jetzt du mal kontrollieren, du gehst unten rum und ich gehe oben rum. Und dann treffen wir uns unten. Weidewechsel. Die Tiere müssen umgetrieben werden. Es gilt, keinen Kalb zu übersehen und sich vor aggressiven Mutterkühen zu hüten. Ein bisschen unterhalb gehen, dass sie nicht wieder nach unten laufen. Die müssen jetzt parallel zum Zaun zu der Stelle gehen können, wo wir rübergetrieben haben. Das muss energisch machen, die kommt sonst nicht. Auf Sommerfrische ins Ostrachtal. Alp Mora in der Schweiz. Johanna beginnt ihre Alpzeit mit Zäune ziehen. Viele Kilometer liegen noch vor ihr, bevor die Kühe da sind.
Schwer körperlich arbeiten, noch kein fließend Wasser, viel alleine sein. Vor 18 Jahren war Johanna das erste Mal als Hirtin in der Schweiz. Eine Erfahrung, die ihr Leben verändert hat. Ich bin mein ganzes Leben lang auf der Suche. Von Geburt an und immer noch. Das gehört dazu. Wenn ich auf der Alp bin, fühle ich mich in meiner Mitte, fühle mich geerdet. Und für mich ist so, auf der Alp kann ich so tun, als wäre die Welt in Ordnung. Und das ist schon ganz viel. Ein Ausstieg auf Zeit. Johanna war in den letzten Jahren auf unterschiedlichsten Alpen und hat viel erlebt. Und sie weiß, welche Erwartungen Menschen haben, die zum ersten Mal auf die Alp gehen. Tag der Abreise. Lydia, eigentlich Bürokauffrau, erfüllt sich mit ihrem ersten Alpsommer einen Herzenswunsch. Ich freue mich, dass ich mal Zeit lang keine Zahlen sehe, also nicht mit Zahlen zu tun habe, außer vielleicht mit Ohrmagenzahlen. Einfach weg von dem Kopfstress. Und vielleicht ist es eine körperliche Anstrengung, aber die macht mir nichts aus. Also ich arbeite gern körperlich und vor allem bin ich total gern draußen. Aber ich will jetzt auch nicht so viele Erwartungen reinlegen. Ich hoffe auf gute. Ich weiß, dass ich mit der Johanna gute Gespräche haben werde. Ja, wird gut werden. Als Anfängerin eine Alpstelle zu finden, war für Lydia nicht leicht. Tausende zieht es jedes Jahr in die Berge, um dort als Hirte oder Senn zu arbeiten. Und dann noch 3 Monate frei bekommen. Lydia weiß, dass diese Chance so schnell nicht wiederkommt. Hallo. Ja, komm her. Ja, grüß dich. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Und das ist kein spektakulärer Empfang war heute, oder? Du hast recht, ja. Johanna und Lydia haben sich vor ihrer gemeinsamen Alpzeit nur einmal gesehen. Der Sommer wird für die beiden Frauen auch ein menschliches Experiment. Wie sehr sich das Leben hier vom Alltag unterscheidet, wird Lydia schon am ersten Tag klar. Mit einem Rucksack voller Zaunpfähle läuft Johanna scheinbar mühelos den Berg hinauf. Lydia hat nur leichtes Gepäck und ist bald völlig außer Atem. Doch am Ende angekommen. Ich könnte es so machen, ja. So schön ist es nicht mehr tun. Ich glaube dann ist es wie, wenn man eine Pflanze die Sonne nimmt. Albauftakt im Allgäuer Ostrachtal. Alles wird auf den Berg geflogen, was Florian die nächsten 4 Monate zum Leben braucht. Wir werden ihn, Johanna und Lydia bis zum Herbst begleiten. Eine Hirtenhütte ohne Strom und Straße. Hier wird Florian mit Frau und Kindern den Sommer verbringen. Dabei war er früher viel unterwegs, als Opernsänger. Es war halt viel Reisen, immer aus dem Koffer leben, Bezahlung auf Solala. Und dann gab es ja meine Frau auch noch und Familie wollte man auch. Florian hat Gesang studiert und viele Jahre in München gelebt. Doch die Alp zu Hause hat ihn auch in dieser Zeit nie losgelassen. Und irgendwann war klar, Heimat und Kinder statt der großen, weiten Welt. Das Singen ist heute nur noch Hobby. Ich weiß ja auch nicht, ob ich eine Karriere gemacht hätte. Und das, was ich erlernt habe, ist ja nicht verloren. Ich nutze es halt anders. Und es ist ja auch schön, wenn man vor 100 Kühen singen kann. In ein paar Tagen ist es soweit. Dann kommen 100 Rinder auf Sommerfrische ins Ostrachtal. Alp Mora in der Schweiz. Johanna beginnt ihre Alpzeit mit Zäune ziehen. Viele Kilometer liegen noch vor ihr, bevor die Kühe da sind. Schwer körperlich arbeiten, noch kein fließend Wasser, viel alleine sein. Vor 18 Jahren war Johanna das erste Mal als Hirtin in der Schweiz. Eine Erfahrung, die ihr Leben verändert hat.
bin mein ganzes Leben lang auf der Suche. Von Geburt an und immer noch. Das gehört so dazu. Wenn ich auf der Alp bin, fühle ich mich in meiner Mitte, fühle mich geerdet. Und für mich ist so, auf der Alp kann ich so tun, als wäre die Welt in Ordnung. Und das ist schon ganz viel. Ein Ausstieg auf Zeit. Johanna war in den letzten Jahren auf unterschiedlichsten Alpen und hat viel erlebt. Und sie weiß, welche Erwartungen Menschen haben, die zum ersten Mal auf die Alp gehen. Tag der Abreise. Lydia, eigentlich Büro. Strom ausmachen bitte. Und dann einfach schon mal unten weiter und wir treffen uns dann unten. Ich gehe oben rum. Okay. Okay? Mhm. Aber noch nicht mit hochtreiben, ne? Einfach jetzt tun wir kontrollieren, du gehst unten rum und ich gehe oben rum. Und dann treffen wir uns unten. Ah! Weidewechsel. Die Tiere müssen umgetrieben werden. Es gilt, keinen Kalb zu übersehen und sich vor aggressiven Mutterkühen zu hüten. Du musst ein bisschen unterhalb gehen, dass sie nicht wieder nach unten laufen. Die müssen jetzt parallel zum Zaun zu der Stelle gehen können, wo wir rübergetrieben haben. Das muss energisch machen, die kommt sonst nicht. Hey! Hey! Genau! Junge Mütter können sehr störrisch sein. Ja, brav. Jawohl. Rund 100 Kühe, Kälber, ein Stier. Die Herde ist ein Naturereignis und für Lydia eine Herausforderung. Sie muss noch viel lernen. Die Johanna ist eine gute Lehrmeisterin. Die sagt mir schon, was ich zu tun habe. Wir könnten auch sagen, schaust du von mir ab und dann in 10 Sommern bist du vielleicht dann nochmal so weit. Ich schaue mal schon auf, aber Johanna, so geht's halt schneller. Ich beobachte dich schon viel und ja, und wenn es nötig ist, dann sagst du das. Oder das passt. Gut. Passt gut. Beim abendlichen Kontrollgang entdeckt Johanna jetzt fast täglich neue Kälber. Die Kühe hier brauchen keine Hilfe bei der Geburt. Doch nicht immer geht es gut. Und manchmal kommt auch eine erfahrene Hirtin zu spät. Ein neugeborenes Kalb ist gestorben und wird Fuchs und Adler überlassen. Auch das ist die Alp. Keine Heidi-Idylle. Auf der Alp liegt es sowieso ganz nah beieinander. Himmel und Hölle, Tod und Geburt, das ist hier alles ganz nah beieinander. Das macht auch den Reiz von der Alp aus. Das wird ja im Alltag ganz oft ausgeblendet. Johanna muss bald wieder für kurze Zeit nach Hause. Sie wird im Krankenhaus gebraucht. Sommerferien im Allgäu. Florians 4 Kinder und ein Kleinhirte ziehen für 6 Wochen auf die Alp. Ehefrau Heidi, eine Schweizer Lehrerin, ist vor allem aus Liebe hier. Florian hat mich gefragt, ob ich das mitmachen würde. Und das war klar, dass ich ja sage, obwohl ich nicht genau gewusst habe, was auf mich zukommt. Aber es ist ein schönes Leben. Johannes und Maria, die beiden Älteren, arbeiten den ganzen Tag als Hirten mit. Ein eigenes Zimmer, Freunde, Fernseher, bleibt alles im Tal. Und auch am Meer waren die Kinder noch nie. Läuft Johanna scheinbar mühelos den Berg hinauf. Lydia hat nur leichtes Gepäck und ist bald völlig außer Atem. Doch am Ende angekommen. Ich könnte das so machen, ja. So schön ist das. Wird Lydia finden, was sie sucht? Ein großer Tag. Im Ostrachtal treffen die Rinder ein. Die Tiere waren den Winter über im Stall und einige sind 100 Kilometer weit gereist, um bei Florian den Sommer zu verbringen. Alle packen mit an. Und Florian begrüßt jeden Schützling persönlich. Ja, grüß dich! So, so! Jetzt kommen wir noch. Gut, ihr kennt nüss! Jetzt hoffele! Viele Rinder sind von der plötzlichen Freiheit erst einmal völlig überfordert. Ja.
Über den Fluss geht es hinauf zur Alp. Von jetzt an wird Florian die Herde rund 100 Tage lang nicht mehr aus den Augen lassen. Als Hirte will er vor allem eins, den Tieren eine schöne Zeit bescheren. Er sieht jedem Rind an, wie es gehalten wurde. Also die haben richtig Stress gehabt. Und ein Vieh kann nichts dafür. Es liegt allein am Mensch. Das ist so. Zu Florians Alp gehört neben seiner Hirtenhütte auch das Haupthaus, die 400 Jahre alte Plättele. Seit Generationen ein echter Familienbetrieb mit 4 Milchkühen, kleiner Sennerei und Bewirtung. Schwester Bernadette, eigentlich Arzthelferin, greift hier den Eltern unter die Arme. Vielen Dank. Vater Norbert macht Butter und Käse. Ohne Strom und mit einfachsten Mitteln stellt er Lebensmittel wie vor 100 Jahren her. Früher war er der Meisterhirte, heute ist er stolz auf seine Kinder, die das Lebenswerk fortführen. Ja, prüfe ja, der Leute, die weitermachen. Es gibt jetzt wieder mehr, als wir auf der Alp sind. Doch, das ist schon gut. Mitte Juli in der Schweiz. Die Herde ist da und Lydia hat eine neue Aufgabe: Kühe zählen. Schon nach 2 Wochen Alp spürt sie eine Veränderung. Ich fühle mich viel wohler, also nicht so träge. So fitter, so lebendiger auch. Sich lebendig fühlen hat für sie eine besondere Bedeutung. Es gibt schon Phasen, wo man denkt, was mache ich denn da eigentlich? Aber ja, dann gemeinsam beim ersten Frühstück sitzen, wenn die Kühe eingestellt sind, dann passt es wieder. Das drumherum passt einfach und das trägt. Nach dem Frühstück wird gemolken und Käse gemacht. 12 Stunden Arbeit, 7 Tage die Woche. Lydias Vorgängerin hat den Job geschmissen. Das ist immer so ein Einsteigjob. Also ich sage, der muss halt melken können, motiviert sein, Kraft und Kondition haben, belastbar. Lydia hatte sich ihren ersten Alpsommer eigentlich ganz anders vorgestellt. Sie wollte viel draußen sein, lesen, malen, über das Leben nachdenken. Jetzt verbringt sie ihre Tage zwischen Stall und Sennküche und schuftet bis zum Umfallen. Doch das Käsen macht ihr zunehmend Spaß und sie versteht sich gut mit dem Team. Erfüllt sich hier ihr Traum? Also hier werde ich jetzt keine Romane lesen, habe ich nicht die Zeit. oder zu malen oder... Aber ich glaube, rauszufinden, was mir wichtig ist im Leben, wenn ich mit anderen zusammen bin. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und das ist schon ganz viel. Herbstboten im Allgäu. Im dichten Nebel treiben Florian und seine Kinder die Herde um. Also da bin ich so manchmal ein bisschen das Mutterherz, das dann denkt, oh, jetzt müssen die immer noch draußen sein, wenn es doch schon so kalt ist und so. Aber man merkt dann, wo die Grenze erreicht ist. Und das merkt auch Florian ganz gut, finde ich. Auch wenn es nass und kalt ist, die Natur ist immer für eine Überraschung gut. Maria hat heute ihren Glückstag. Also das ist ein Murmeltierkopf. Irgendwie, das ist das erste Mal, dass ich selber was, also, dass ich es richtig selber finde und da gruselt es mich nicht so. Und dem ziehe ich jetzt die Zähne und dann lege ich es in ein kleines Becken, dass sie ausstinken und dann tue ich es auf den Hut. Hey, ich habe erst was der Schicht. Zusammensein auf engstem Raum. Wenn die Tage kürzer werden, ist man froh um eine warme Hütte. In Florians Leben gibt es eine große Überraschung. Er wird nach der Alpzeit zum ersten Mal seit Jahren wieder als Solist auf der Bühne stehen. Es freut mich, weil es ein interessantes Thema ist. Es sind gute Leute dabei, die mitspielen.